Mein Name ist Jürgen und ich bin mit Stefan für Tea Addict nach Yunnan im Südwesten von China gereist, um für euch die besten und schönsten und leckersten Tees zu finden. Wir sind jetzt fast eine Woche unterwegs. Shanghai, Kunming, von Kunming nach Linzhang, von Linzhang nach Mengku, von da aus nach Fengxian. Ich bewege mich hier jetzt gerade durch ein, ja, man kann gar nicht sagen Plantage, sondern das ist eher so ein wildes Wäldchen mit ca. 200 bis 300 Jahre alten Teebäumen, Teesträuchern auf ca. 1800 Metern Höhe. Und hier oben kann man auch überall die Pflückerinnen zwischen den Büschen sehen. Und von hier kommt einer unserer Tees, nämlich der Dianhong. Und das ist echt der Hammer. So. Also weil man braucht ja auch gar nicht von Bio zu reden, sondern man muss sich die Büsche nur angucken. Man sieht, das ist hier einfach wild. Also die Blätter sind angefressen, hier ist überall Unkraut und hier ist auch nichts mit Verschnitt oder Kultivierung der Pflanzen. Das ist alles wild und definitiv Bio. Also das ist mehr als Bio hier. Das ist einfach nur Natur pur, total friedlich. Wenn man sich hier umschaut, super. Und ich denke, unsere Mission ist klar. Wir sind unterwegs, um euch für Tee, für guten und echten Tee zu begeistern. Was soll ich noch sagen? Ich denke, es gelingt uns ganz gut. Und ich hoffe es. In diesem Sinne, trinkt mehr Tee. Bis später.